Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Arcanvale. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Arcanvale. Ja, beim letzten Mal haben wir hier einige Questen in der Stadt erledigt. Ich bin gerade nochmal in einen Kaktus gelaufen. Ein Mensch wurde letztes Mal zu einem Frosch verwandelt. Hat er aber auch verdient, weil er der Tänzerin einfach ihre Schuhe geklaut hat. Ein Pirat wurde befreit, einfach nur um mal so grob zu sagen, was passiert ist. Und heute wollen wir endlich mal wirklich in die Wüste ziehen. Was ist denn das für eine Frucht? Das ist eine Tomate. Kann ich denn eine Tomate nicht erkennen? Was ich mich nach wie vor frage, ist, warum diese Gürteltiere schlicht und ergreifend wie Affen klingen. Das verstehe ich immer noch nicht. Ich kann mir erstmal hier die Felder gönnen. Tomaten kann ich immer gebrauchen. Aus Tomaten macht man diese Salate. Und die geben richtig gut Hunger. Mit Gurken habe ich tatsächlich noch kein einziges Gericht. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas. So. Ich gucke sich jetzt einmal nochmal auf die Karte. Ja, wir müssen hier unten raus. Ich laufe gerade richtig. Wir haben noch sehr viel zu tun in der Wüste. Warte mal, eine Sache, die wir vielleicht tun sollten. Den Zauberstab reparieren. Den habe ich beim letzten Mal noch geschrottet. Ich würde gern wissen, was man braucht, um den zu reparieren. Ich kann den Stab nicht reparieren? Aua! Hey, Skorpion! Okay, den Stab kann man nicht reparieren. Wenn er kaputt ist, bleibt er kaputt. Schade, ich hatte schon die Hoffnung, den nochmal verwenden zu können. Diese scheiß Skorpione. Oh, hier ist auch nochmal jemand. Psst, du verscheißt die Fische. Können die Fische mich hören? Natürlich können sie das. Sie sind schlaue Kerle. Die meisten Angler bewegen sich leise und schnell. Ich habe jede Art von Fisch gefangen, die man sich vorstellen kann. Karpfen, Forelle, Aale und sogar Haie. Aber ein Fisch hat es mir schon seit Jahren angetan. Der mysteriöse und schwer fassbare goldene Tintenfisch. Mein Vater erzählte mir Geschichten über die Zeit, als er goldene Tintenfische im Dutzend fangen konnte. Jetzt sind sie extrem selten. Was wäre, wenn ich einen fangen würde? Ein Anfänger wie du fängt einen goldenen Tintenfisch. Das ist eine Klache. Ich würde meine beste Angelrute hergeben, um einen dieser goldenen Tintenfische zu sehen. Herausforderung angenommen. Das klingt wie Barney Stinson. Haha, du bringst mich nicht so zum Lachen, als ob du einen goldenen Tintenfisch fangen würdest, wenn ich jahrelang vergebens nach einem gesucht habe. Viel Glück, du wirst es brauchen. Kann ich den einfach hier fangen? Ich kann es ja einmal versuchen. Ich habe ja eine super Angelrute. Boah, die kann man richtig weit werfen. Eine Elritze. Ich habe einen rohen Hecht. Also da beißt bestimmt nichts an. Ich werfe einfach mal ein paar Mal rein. Vielleicht beißt ja so ein Tintenfisch an. Nee, wieder nur eine Elritze. Oh, was ist das denn? Hallo? Lol, ich kann ein... Das war doch eine Treibsandgrube, oder nicht? Hab mir mal eben kurz die Schaufel hier ins Inventar gepackt. Ich mach dich mal mit einer Schaufel weg. Wenn ich hier Sand finde, das ist ja wohl klar. Ist schon wieder jemand Neues. Aber ist doch nicht noch einer von diesen verdammten Banditen, oder? Auch wenn du das bist, werde ich dir mit meinem Hammer auf den Kopf schlagen. Ich bin kein Bandit, keine Sorge. Das ist genau das, was ein Bandit sagen würde, oder nicht? Ich weiß nur, dass diese verdammten Banditen unsere Mine übernommen und uns in der Wüste zurückgelassen haben. Ich verrache, und zwar sofort. Hier ist ein Angebot für dich, Kleiner. Und zu beweisen, dass du wirklich kein Bandit bist, geh und töte so viele von ihm, wie du kannst. Bring mir 10 der Banditen Heiztücher als Beweis. Was springt für mich dabei heraus? Oh, das Töten von Banditen ist nicht genug für dich.
Nun, dann lass mich nachdenken. Wie wäre es damit? Du tötest die Berlin und bringst mir ihre roten Halstücher. Und ich belohne dich mit einer unserer extrem widerstandsfähigen Spitzhacken. Die stärker als alle Spitzhacken, die du je zuvor gesehen hast. Nun, wie klingt das? Okay, ich werde die Banditen vernichten. Wahrscheinlich kann ich auch nur so den Stein da oben abbauen. Ja, 10 Halsbänder. Und jetzt beeil dich. Ich will so schnell wie möglich wieder mit dem Bergbau fortfahren. Wie läuft denn hier noch rum? Moment, was ist das? Da ist eine Pyramide. Das ist ein Skarabäus. Einen davon vernichte ich mal. Wir haben die Jagd nach hinten abgeschlossen. Ah, frisch aus dem Zeppelin, das sehe ich an deiner blassen Haut. Da musst du die Königstochter wohl gefunden. Da muss die Königstochter wohl gefunden worden sein. Ist das für eine Führung durch die große Pyramide hier? Ich suche eigentlich nach dir. Ach ja, und warum suchst du nach mir? Alabaster sagte, du seist ein Experte für Montu-Symbole. Ich habe eine Karte, die entschlüsselt werden muss. Eine Karte mit Montu-Symbolen darauf? Unmöglich. Sie haben nichts hinterlassen außer dieser Pyramide. Nichts, nicht die geringste Spur. Zeig mir die Karte. Jenny studiert die Karte. Nun, ich werde verdammt sein. Das sind Montu-Symbole. Einige habe ich noch nie gesehen, aber von dem, was ich erkennen kann, scheint es genau diese Pyramide zu zeigen. Eine weitere vieler kleinen Pyramiden scheint östlich von hier auf einer Insel verstreut zu liegen. Das ist eine große Entdeckung. Wir müssen sofort damit beginnen, diese Insel zu erkunden. Wer weiß, was wir dort alles finden werden. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich bin mehr als bereit. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit dem Geheimnis der Montu und der von ihnen hinterlassenen Pyramide beschäftigt. Ich mag es, wie ihr schützt das Innere seit tausenden von Jahren. Wir müssen sofort zu dieser Insel. Wer weiß, was wir dort finden werden. Unser einziges Problem ist, einen Kapitän zu finden, der verrückt genug ist, uns dorthin zu bringen. Es sei denn, ich habe eine Idee, die so verrückt ist, dass sie vielleicht sogar funktioniert. Kein vernünftiger Kapitän wird uns außerhalb der bekannten Welt auf eine Reise zu einer unerforschten Insel mitnehmen. Aber einer, der nicht mehr alle Murmeln im Kopf hat, vielleicht schon. Es gibt einen Piratenkapitän namens Dede, ein merkwürdiger Kerl. Früher war er ein Familienmensch, der mit seiner Frau und seinen Kindern in der Bastion lebte. Doch eines Tages gab er alles auf, um Pirat zu werden. Er ist der einzige Kapitän, den ich mir vorstellen kann, der verrückt genug ist, dich auf diese Reise mitzunehmen. Suche ihn auf und versuche, ihn zu überreden, dich mitzunehmen. Oh, und pass auf, Piraten kümmern sich nur um ihre eigenen Leute. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass du ein Pirat bist, damit er überhaupt mit dir spricht. Ja, wie kann ich ihn überzeugen? Durch das Tuch, was wir bekommen haben. Gute Frage, wirklich gute Frage. Du könntest ja anfangen, dich wie einer zu bekleiden. Und du brauchst einen Piratennamen. Nimm von nun an den Namen Jack an. Au, ich kann da wirklich nicht rein. Oh, aber ich kann die Steine schieben. Guck mal, wie stark ich bin. Ich schiebe einfach so einen gigantischen Steinblock, als wäre nix. Da oben ist eine Oase, das sehe ich. Wüstenstadt. Warum ist hier schon wieder die Wüstenstadt? Okay, wir müssen auf jeden Fall zu den Piraten. Die Frage ist, wo finden wir die Piraten? Die müssen wir halt erstmal finden. Oh, ist das ein neues Erz? Tonstein. Ach, hier kriege ich mein Lehm her. Den hat ja unser Balian schon das ein oder andere Mal mitgebracht. Balian, geh mal hier auf Erzsuche. Hier könntest du eventuell interessante Sachen mitbringen. Warum kann ich denn hier nicht graben? Wir haben zwei Richtungen, in die wir laufen können. Oben und unten. Ich wäre dafür, dass wir zuerst nach oben gehen, weil unten scheint sich viel weiter auszubreiten. Den Leben lasse ich jetzt erstmal hier. Hier sind viele Krabben. Wir haben die Banditen gefunden. Die können nix. Die sind Flaschen.
Aua! Erstmal den Bogen schützen. Na gut, wenn du unbedingt zuerst sterben willst. Komm her. Mann, nie halten die still. Diese scheiß Kakteen, ne? Ich baue euch jetzt ab. Dafür kriege ich Kaktusfußfleisch. Was habt ihr denn hier so Schönes für mich gesammelt? Oh, 10 Achat und 3-mal Golderz. Und sogar ein paar Pfeile. Och, Eisenerz habt ihr auch für mich. Och, sind die nett. Da ist die Mine. Das sehe ich schon von der Karte her. Da gehen wir gleich hin. Ich würde sagen, wir gucken uns erst die Oase an. Ist das dieser Krabberich, den wir töten müssen? Ja, das ist Hitler. Hitler, König der Krabben. Warum kriege ich Sand, wenn ich eine Krabbe töte? Warte mal, ich töte auch die andere Krabbe sicherheitshalber. Oh, ich muss heilen. Hitler hat was auf dem Kasten. Warum ist er so gut im Ausweichen? Jetzt gerade hätte ich gerne meinen Feuerstab. Für so Bosse lohnt sich der Bogen manchmal echt. Ja, wir haben Hitler besiegt. Wir haben Hitlers Klaue als Beweis. Mein Fehler war auch, dass ich den Schild nicht nochmal ausgerüstet hatte. Boah, liegen hier viele von meinen Feinden. Schönes Krabbenfleisch. Lecker. Daraus kann man auch ein richtig geiles Gericht machen. Was hatte er denn in seiner Kiste? Ich kann da nicht dran, weil der Drache davor steht. Ein Seil und einen Eisenhelm. Ja, kann man zumindest verkaufen. Oh, und eine Austernperle. Kann ich auch die Auster selber mitnehmen? Nein, die kann man nur kaputt schlagen. Also die Oase haben wir erkundet. Dann gehen wir als nächstes zu der Mine, würde ich sagen. In der Mine macht es auch nicht so einen riesen Unterschied, ob ich da bei Nacht oder bei Tag reingehe. Immer hocken die Viecher im Weg. Ich will die Fische braten, wenn ich hier schon Feuer zur Verfügung kriege. So, mein Essen ist fertig gebraten. Ich habe mir mal die Lampe ausgerüstet, weil es gerade dunkel wird. Da sind viele Banditen. Immer zuerst auf die Fernkämpfer. Wenn ich 10 von ihren Halsbändern habe, dann kann ich ja zu dem Typen zurück und mir erstmal die Spitzhacke von ihm holen. Eine Eisenspitzhacke wäre wesentlich besser als meine jetzige.
Weißt du, diese Haustiere, die stehen ja auch so gut wie nie im Weg, ne? Oder Kompanien, du kommst gerade zu einem sehr schlechten Zeitpunkt. So viele Banditen. Der mit dem Schild ist absolut gar keine Gefahr. Oh, Level up. Ach, jetzt redest du. Feuerstein und Kohle. Ja, das hättest du dir auch schenken können, ey. Ist ja gar nichts. Wie viele Halstücher habe ich denn? Halstücher, Halstücher, Halstücher. Boah, mein Inventar ist fast voll. 9. Eins noch. Komm her. Oh, da kommt der Banditenanführer. Na gut, der kann nix. Wir haben zwei Bosse heute fertig gemacht. Oh, lecker. So viel Geld. In die Mine werde ich auch noch reingehen. Aber erstmal räume ich hier auf. Ey, im Ernst, die stehen mehr im Weg, als sie helfen. Drei sind noch am Leben. Oh, die haben viele Kartoffelsamen. Wenn das so weitergeht, muss ich auf jeden Fall demnächst mein Inventar mal leeren. Na gut, bringen wir die Halstücher noch zurück. So, Herbert, ich habe die Halstücher. Ich sehe schon. Weniger von diesen verdammten Banditen. Wir haben vielleicht eine Chance, wieder mit dem Bergbau fortzufahren. Nicht versprochen, hier ist die Spitzhacke. Das gleiche Modell, das ich und die Jungs in den Minen benutzt haben. Möge sie dir gute Dienste leisten. Oh, ich kann jetzt auch die Spitzhacke herstellen. Okay, mal kurz im Inventar suchen. Wahrscheinlich ganz unten. Da, da ist sie. Probieren wir sie an der einen Stelle im Dorf aus. Jetzt kann ich den abbauen. Warum kam da Kohle bei raus? Also ich habe einen Diamanten, aber warum kam da hauptsächlich nur Kohle? Na gut, Leute. Ich werde jetzt bis zum nächsten Part erstmal mein Inventar ein bisschen leeren, weil wir haben gerade richtig viel im Inventar. Ich habe kaum noch Platz. Wenn es euch heute gefallen hat, Leute, den nächsten Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!